Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zu einem Video von mir. Hier unten habt ihr schon gelesen, heute geht es um den Fruchtrauch Mangostin. Hier könnt ihr mal die UVP sehen. Genau, so ich zeige euch jetzt erstmal kurz den Kopfbau, da hole ich euch mal hier ein kleines Stückchen runter. So sollte das Ganze passen. Also der Tabak hat die Molasse sehr, sehr schön aufgenommen. Das Ganze ist jetzt, ich sag mal, gut feucht. Schnittlich sind hier diese sehr vielen kleinen, glaube ich, diese Blattadern, Mittelrippen, wie man das nennt, habe ich leider keine Ahnung. Vielleicht schaut das Video der Jens oder der Sascha oder irgendjemand aus den älteren Generationen, sage ich mal, an, die mir das sagen können, was, wie man das nennt. Ja, dann befüllen wir das Ganze doch mal. Ich habe vorher schon mal ganz kurz umgerührt. Also hier unten ist wirklich minimal noch Molasse vorhanden. Kleine Information für euch, der Tobias hat mir nochmal geschrieben, also jetzt die neuen Produktionen von Fruchtrauch bekommt ihr halt den in Anführungsstrichen trockenen Tabak plus die Molasse. Ich weiß gar nicht, ob ihr euch die dazu kaufen müsst oder ob sie dazu gibt zu jedem Tabak. Innerhalb von 12 Stunden soll das Ganze eingezogen sein und rauchfertig sein. Wäre natürlich optimal, dann brauchen wir nicht mehr so lange warten. Ansonsten, ich habe das Ganze jetzt ungefähr fast 2 Tage hier zu liegen und es ist super eingezogen. Packen wir den mal nicht ganz so voll. Mit Fruchtrauch habe ich jetzt noch nicht so die Erfahrungen. Aber schauen wir doch einfach mal, wie sich der Tabak im Batscher verhält. Ja, das Ganze sieht dann ungefähr so hier aus. Kennt ihr ja, wie ich es meistens immer mache. Wenn der Autofokus jetzt noch mitspielt, natürlich nicht, hat er wieder keine Lust, ist kaum nervig eigentlich. So, dann könnt ihr das hier sehen. Ja, ungefähr dreiviertel gefüllt das Ganze. Ja, und dann melde ich mich gleich wieder beim Rauchen zum Geschmack. Ja, Leute, und da bin ich auch schon wieder zurück. Und zwar geht es ja heute, wie ihr schon gesehen habt, um den Fruchtrauch. Ups, so, Mangostin. Wenn der Autofokus mal mitspielen würde, würde ich mich sehr freuen. Egal, Mangostin, blende ich mal euch ein Bild ein, was das überhaupt ist. Man kann das ja nicht direkt vergleichen mit einer Mango, sondern dieses Mangostin oder Mango, Mangostane, Mangostain habe ich mal bei Wikipedia eingegeben. Ja, die Frucht, wie ihr gesehen habt, sieht ein bisschen außergewöhnlich aus. Erinnert, sag ich mal, im gröbsten Sinne vielleicht ein bisschen an eine Mango. Ja, und das Ganze, bevor ich zum Rauch und Geschmack und Geruch alles komme, möchte ich euch mal kurz sagen. Also das Fruchtfleisch hat einen angenehmen säuerlichen Geschmack, der sich zwischen Trauben, Ananas, Grapefruit und Pfirsich bewegt. Ja, und das Ganze kann ich fast schon bestätigen im Geruch. Kommen wir gleich mal dazu. Also das Ganze hat schon eine Art Mango an sich auf jeden Fall. Riecht ein bisschen säuerlich, leicht herb. Fruchtig süß. Ja, und auf jeden Fall extrem interessant das Ganze. Die 125 Gramm. Jetzt hole ich mal mir selbst den Autofokus ran. Kosten hier drüben 10,90 € 125 Gramm, genau. Ups, ich habe einen leichten Tattrich. Ihr merkt, ich brauche wieder was. Ja, 10,90 € kosten die 125 Gramm. Und dazu könnt ihr euch eine Molasse holen. 100 Milliliter kosten 3,49 €. Wenn ihr das Ganze anfeuchtet, habt ihr ungefähr 225 Gramm für, ich rund's mal auf, für 14, 15 € ungefähr. Und das geht jetzt schon mal auf jeden Fall klar. Die Einwirkzeit, habe ich euch schon gesagt, soll jetzt in der neuen Produktion ca. 12 Stunden dauern. Bei mir hat es alles ganz super aufgenommen. Schnitttechnisch ist das ein guter Schnitt, würde ich sagen. Ist jetzt nicht so grob, auch nicht so fein, also ein ordentlicher Mittelschnitt. Ist auf jeden Fall perfekt für den Kopfbau in jeglicher Art, meiner Meinung nach. Ja, kommen wir erstmal zum Rauch. Ich rauche das Ganze wie immer, Amelio Lux 630, dann den Tonkopf. Batscherhütchen drauf, drei Bricos und dem Argerhaus. Ja,
Geruch ist vorbei. Kommen wir mal zum Rauch. Kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Ich habe den Tabak leicht zu doll angedrückt, deswegen habe ich jetzt keinen perfekten Durchzug. Aber ihr seht es ja selbst, der raucht echt Bombe. Da auf jeden Fall mal schon mal Daumen hoch. Ja, und zum Geschmack. Also wenn ihr einatmet, habt ihr so eine leichte Herbe, das schmeckt ihr da schon mal raus, wenn ihr einatmet. Ja, und beim Ausatmen ist das Ganze echt exotisch, lecker, spannend, würde ich mal, sag ich mal so, das behaupten. Das Ganze sollte ja ein bisschen auch nach Pfirsich schmecken und das passt auf jeden Fall schon mal. Da schmeckt ihr einen leichten Pfirsich raus. Eine leckere, süße Mango, ein leichter Teil ist auch dabei. Ananas versuche ich mal rauszuschmecken. Jetzt im Abgang ein bisschen ist da auf jeden Fall auch drin. Ein bisschen was süßlich-säuerliches ist auch dabei. Die Schale des Mangostin soll danach auch schmecken. Also ist auf jeden Fall alles enthalten, was es enthalten soll. Gibt es eine klare Probierempfehlung von mir? Schaut doch einfach mal auf fruchtrauch.de. Die haben auch andere Sorten. Ich bin gerade mal auf der Seite, was gibt es denn da noch? Shisha-Tabak, also die haben Alfaka, Al-Sultan, Al-Waha, Bisan, Dubacco, Nakla, Five Pipes, Rosanna, also die haben ein super geiles Angebot. Könnt auf jeden Fall mal vorbeischauen. Ja, wie viele Punkte gebe ich dem Ganzen? Also ich denke mal, es orientiert sich so zwischen 8 und 9 Punkten, weil es ist echt ein geiles Ding. Habe ich so noch nicht geraucht, weil, also Mango kennen ja sicherlich die meisten. Aber Mangostin bzw. Mangostain oder wie man das auch mal ausspricht, ist eine echt coole Sorte. Schönes Ding. Könnt ihr euch mal holen, Tabakskala, blende ich dann hier drüben wieder ein. Also ich sage mal, ja, 8,5 kann ich leider nicht machen. 8 bis 9 Punkte. Muss ich mal gucken, was ich dann mache. Ich würde mal eher so, ja, zwischen 8 und 9 Punkten, ich blende 8 Punkte ein. Könnt ihr euch mal auf jeden Fall reinziehen, ist ein cooles Ding. Exotisch, fruchtig, süßlich, säuerliches Geschmacksaroma. Echt cool getroffen, nochmal vielen Dank an dich, Tobias. Ja, morgen werde ich euch den Cola dann vorstellen und der ist schon im Geruch so Bombe. Der wird mich, glaube ich, hoffentlich morgen weghauen, ja. In diesem Sinne haben wir auch schon fast wieder die neuen 10 Minuten erreicht. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, schönen Abend, wie auch immer. Euer Shisha Schmidti, haut rein. Ciao.